Gesundheitsminister Rudolf Anschober hat unsere Einladung ins ZIP2-Studio nicht angenommen. Ich freue mich jetzt aber, nach New York zu schalten zu Florian Kramer. Er ist Professor für Impfstoffkunde an der Icahn School of Medicine am Mount Sinai Krankenhaus. Schönen guten Abend. Guten Abend. Herr Dr. Kramer, es geht in Deutschland um 8 Personen, die offenbar nach einer Impfung mit AstraZeneca eine seltene Hirnvenenthrombose erlitten haben. Zu erwarten wäre statistisch nur ein Fall gewesen. Wie besorgniserregend sind diese Zahlen? Ja, das muss natürlich jetzt untersucht werden. Die Daten sind auch an die Europäische Arzneimittelbehörde weitergeleitet worden. Das ist etwas anders, als was wir jetzt mit den Lungenembolien bzw. Thrombosen gehört haben, wo ja eine recht hohe Rate von Fällen sowieso in der Bevölkerung vorkommt, auch ohne die Impfung. Und man muss sich jetzt anschauen, ob es da einen Zusammenhang gibt oder nicht. Das ist sehr wichtig, dass man sich das anschaut, dass man da transparent ist. Man muss aber auch sagen, wenn man sich die Daten aus den Phase-3-Studien mit AstraZeneca anschaut, beziehungsweise die Daten, die eben in Großbritannien bis jetzt erhoben wurden, von 11 Millionen Geimpften, gibt es da eigentlich kein Signal dazu. Also wie gesagt, man muss sich das anschauen, man muss da transparent sein, es muss untersucht werden. Und ich glaube, die EMA hat angekündigt, da am Donnerstag einen Bericht abzuliefern, beziehungsweise eine Meinung dazu abzuliefern. Und auf das muss man jetzt warten und da müssen wir mal abwarten, was da rauskommt. 8 Fälle bei 1,6 Millionen Impfungen sind das in Deutschland. Der deutsche Gesundheitsminister hat deshalb gestern die Stopptaste gedrückt. Vorerst, wie er sagt, rechtfertigt diese Zahl Ihrer Meinung nach den Stopp? Ist es gut, hier vorsichtig zu sein? Man kann entweder das machen und vorsichtig sein und untersuchen, oder man kann weiter impfen und vorsichtig sein und untersuchen. Ich glaube, der österreichische Weg ist da ganz gut, weil natürlich aufhören zu impfen auch ein gewisses Risiko birgt für die Leute, die dann eben nicht geimpft werden. Also wie gesagt, es gibt da jetzt momentan noch keine richtigen Daten dazu, dass es da einen Zusammenhang geben würde. Es kann durchaus sein, dass sich da herausstellt, dass es keinen Zusammenhang gibt. Und ich glaube, man kann da eben beide Wege geben. Man kann jetzt sagen, ja, man hört erstmal auf zu impfen und untersucht. Oder man kann sagen, ja, man impft weiter und untersucht. Im Grunde ist das Risiko für den Einzelnen, auch wenn es zu einer gehäuften Anzahl von Fällen kommt, doch recht gering. Wie gesagt, es sind 8 Fälle von 1,7 Millionen Geimpften. Jetzt gab es umfangreiche Prüfungen von AstraZeneca vor der Zulassung in Großbritannien und in der Europäischen Union. Ist es ungewöhnlich, dass solche Dinge jetzt auftauchen? Nein, es ist nicht ungewöhnlich, dass solche Dinge auftauchen. Gerade seltene Dinge. Man muss sich das so vorstellen, in einer Phase 3 werden zwar sehr viele Leute geimpft und da schaut man sich natürlich das Sicherheitsprofil an, aber die Phase 3 von AstraZeneca, das waren 24.000 Leute, die Hälfte davon wurde geimpft. Wenn jetzt etwas so selten auftritt, findet man das in Phase 3 nicht, bei keinem Impfstoff. Und deswegen ist es auch so wichtig, dass man eben auch nach der Zulassung oder der Autorisierung eines Impfstoffs nach wie vor noch Untersuchungen anstellt, um zu sehen, ob da seltene Nebenwirkungen auftreten. Sie dürfen nicht vergessen, zum Beispiel die Schluckimpfung für Polio, da gab es auch Fälle, ich glaube, das waren ungefähr 2 pro einer Million, wo das Impfvirus zum Wildtyp revertiert ist und dann Erkrankungen ausgelöst hat, teilweise schwere Erkrankungen. Diese Dinge können mit Impfstoffen passieren. Wenn die sehr selten sind, toleriert man das, eben wegen der Risikoabschätzung. Wenn die aber gehäuft auftreten, dann muss man natürlich was unternehmen. In Deutschland betreffen die Fälle vor allem Frauen. Haben Sie Hinweise darauf, warum vor allem weibliche Personen auf diesen Impfstoff offenbar stärker reagieren, oder kann das auch nur Zufall sein? Grundsätzlich kommt diese Sinusvenenthrombose gehäuft bei Frauen vor. Also das ist schon mal grundsätzlich so. Da gibt es auch Überlegungen, dass das vielleicht mit hormonellen Verhütungsmitteln zu tun hat.
Aber im Grunde ist es nicht ungewöhnlich, dass das bei Frauen öfter auftritt als bei Männern. Jetzt gibt es ja schon Menschen, die in Österreich mit AstraZeneca geimpft wurden, sehr, sehr viele sogar. Worauf sollten die denn achten, wenn die jetzt vielleicht besorgt sind? Gibt es irgendwelche Tipps, die man diesen Personen mitgeben kann? Grundsätzlich, glaube ich, sollte man die Leute mal beruhigen. Wie gesagt, sollte es sich da wirklich zeigen, dass ein Zusammenhang besteht, ist die Rate sehr, sehr gering. Ich glaube, als Einzelner muss man sich da keine Gedanken machen. Natürlich, wir wissen alle, dass diese Impfstoffe, die momentan verwendet werden, die RNA-Impfstoffe und die Vektorimpfstoffe, teilweise starke Impfreaktionen hervorrufen können. Die sollten aber nach ein paar Tagen weg sein, meistens nach 24 bis 48 Stunden. Wenn man da länger Symptome hat, beziehungsweise spezielle Symptome, wie jetzt zum Beispiel Blutergüsse, die man nicht erklären kann, sollte man mit einem Arzt reden und sich das anschauen lassen. Aber grundsätzlich sollte man sich da als Einzelner, wenn man schon geimpft wurde, keine Sorgen machen. Nun gibt es ja schon einige Personen, die einen Erststich mit AstraZeneca haben, aber zurzeit noch auf die zweite Impfung warten. Sollte da eine Pause eingelegt werden, ähnlich wie in Deutschland, wäre das problematisch, wenn man den zweiten Stich etwas nach hinten verschiebt? Ist eine längere Pause ein Problem? Nein, da sehe ich überhaupt kein Problem, das zu machen. Ich sehe aber momentan auch keinen Grund, zu machen. Also ich glaube, ich finde den Weg, den Österreich da geht, dass jetzt die Impfung weiter zu verwenden, aber natürlich aufzupassen, ob es da vermehrt zu Fällen kommt, einen guten Weg. Und Leute, die die zweite Impfung bekommen sollen, sollen die Impfung annehmen und sich impfen lassen. Soweit ich weiß, dauert das aber in Österreich eh noch ein bisschen, weil man ja erst angefangen hat, AstraZeneca zu verwenden. Bei keinem Impfstoff der bisher zugelassenen gab es so viele Diskussionen wie bei AstraZeneca. Ganz anders als bei Moderna oder BioNTech, über die wir in letzter Zeit eigentlich sehr wenig gesprochen haben. Wie gut oder wie schlecht ist denn AstraZeneca Ihrer Meinung nach? Also was man jetzt sieht, da gibt es mittlerweile Studien, zum Beispiel in Schottland, wo man sich angeschaut hat, wie gut der Impfstoff in der Bevölkerung funktioniert. Funktioniert der sehr gut, vergleichbar mit BioNTech, Pfizer. Ich glaube, der Impfstoff ist sehr gut dafür geeignet, vor Erkrankungen zu schützen. Allerdings muss ich sagen, man hatte vor der RNA-Impfung, bevor die autorisiert wurde, natürlich auch lange Diskussionen und viele Leute hatten vor diesen RNA-Impfungen Angst. Jetzt ist halt der AstraZeneca-Impfstoff neu und hat man halt beim AstraZeneca-Impfstoff mehr Bedenken und der RNA-Impfstoff von Pfizer und von Moderna wird halt schon länger verwendet und wurde eben in hunderten Millionen von Leuten schon verwendet und da gibt es halt jetzt weniger Bedenken. Ich glaube, es ist immer das, was neu ist, vor dem man ein bisschen mehr, Bedenken hat. Also der Impfstoff funktioniert gut. Sagt Impfstoffforscher Florian Kramer. Das Gespräch haben wir aus Termingründen vor der Sendung aufgezeichnet. Und in der ZIP-Nacht um 23.01 Uhr ist dann der Kabarettist Alfred Dorfer zu Gast in ORF1. Er hat ja mit anderen Künstlerinnen und Künstlern eine Verfassungsklage gegen den Lockdown im Kulturbereich eingereicht.